Warte. Klicke nochmal. Hello, is there a new home? Hello. Komm mal rein, dann mache ich mal ein ordentliches, gescheites Intro. Herzlich willkommen in unserer neuen. Ich bin nervös. Ich bin aufgeregt. Herzlich willkommen in unserer neuen Wohnung. Wir ziehen nach Hamburg und das ist vom Moving Diary schon Part 4 oder so. Das heißt, wenn ihr die anderen Videos schauen wollt, wo ich zum Beispiel auch mein ganzes Leben ausgemistet habe und wie wir alles vorbereitet haben, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Da kriegt ihr eine riesen Portion Motivation zum Ausmisten. Würde ich auf jeden Fall reinschauen. Ja. Ich schaue mir immer alles. Und wir zeigen euch jetzt einmal unsere neue Wohnung. Ich mache das so, dass ich euch erstmal alles zeige und am Ende sage ich dann, wie viele Quadratmeter das sind und dann könnt ihr ja mal gerne auch raten, was das Ganze so kostet und ich sage euch dann auch die Miete am Ende. Ich finde sowas immer super interessant. Wir sind in Hamburg, aber nicht mittendrin, sondern ein bisschen außerhalb. Also wir sind noch ganz gut angebunden, aber wir sind jetzt nicht in der Innenstadt oder so. Und es ist auch so, dass das ein Neubau ist. Also es ist jetzt, wir sind die Zweiten, die hier wohnen. Und der Vormieter hat ja 1,5 Jahre drin gewohnt. Das heißt, alles ist neu. Und ich würde mal sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben eine Maisonette-Wohnung, also das heißt, es sind 2 Stockwerke. Du kannst ja gerne mal so ein Stück zurückgehen. Hier war die Wohnungstür und hier ist dann unser Eingangsbereich. Wir sind uns bei allem noch nicht so ganz sicher, wie wir das gestalten, aber wir schätzen mal hier so Garderobe, Spiegel. Draußen wollen wir dann vielleicht unsere Schuhe lagern. Ich glaube, das ist ganz cool, dann haben wir die nicht in der Wohnung, right? Schuhschrank. Dann kommen Sie mal ein bisschen rein, gehen Sie mal ein bisschen zurück. Der erste Raum ist hier zur Linken unser Arbeitszimmer. Hier werden wir gemeinsam Wunder vollbringen und hier werde ich in Zukunft arbeiten und ja, meinen Content schneiden. Show everything. Dann ist hier so eine Ecke. Das Ding ist, die kann man eigentlich voll gut nutzen, indem man dann hier so einen Schreibtisch hinpackt oder so. Aber ich möchte natürlich meinen Schreibtisch zum Fenster hin, deswegen gucken wir mal. Also wahrscheinlich wird Marcel dann hier seinen Schreibtisch haben und ich auf der anderen Seite zum Fenster. Oh mein Gott, aber ich glaube mein Pony war nicht okay. Doch. Nee. Der Pony ist super. Dann gehen wir jetzt ins Bad, dann kann ich es mir nochmal angucken. Okay, wenn ihr hier aus dem Büro rauskommt, dann komm mal wieder mit. Und geh rückwärts nach da. Ja. Ich bin ja viel hier. Einparkhilfe. Cool, Fenstersensor. Ja, dann haben wir hier unser erstes Badezimmer. Ja, aber vorher hatte ich den Pony doch nicht so, oder? Du sahst schon immer wundervoll aus. So, ne? Privacy. So, kommen wir hier rein zu unserem Badezimmer. Hier alles in dieser gräulichen Optik, das finde ich ganz schön, also es sieht super edel aus. Von unserem Vormieter haben wir den Schrank. Marcels Haargel ist ja schon drin. Naja, und Fuß muss man sagen. Oh mein Gott, die Kette. Den Schrank und den Spiegel übernommen, den finde ich aber auch übrigens ein bisschen klein. Also ich weiß nicht, ob ich damit so zufrieden bin, das ist halt so ein Männerspiegel, wisst ihr. Gut, dann haben wir hier eine Badewanne, Gott sei Dank, weil ohne Badewanne geht gar nichts. Die ist ein bisschen kleiner, glaube ich, als unsere, die wir jetzt hatten, aber ist ganz cool, wenn man hier so geht. Kann man sich wenigstens, wenn man drin liegt, mit den Füßen hinten abstützen. Was? Und rutscht nicht so rein. Ja, ich finde das voll gut, wenn man das macht. Und da ist ganz cool, dann kann ich da so Kerzen und so hinstellen und dann stören die das Sichtfeld nicht direkt. Vorwärts, dann in die Ecke, geh in die Ecke da. Oh mein Gott. Mir nicht so nahe kommen. Nee, in die Ecke solltest du gehen. Ich wollte es nicht zeigen. Aber in die Dusche zu zeigen. Aber hier. So. Nein. das ist unsere Dusche. Wir haben eine Regendusche. Ist doch, also, ist das nicht dann die Definition von Regendusche, wenn es so von oben kommt? Und hier ist so eine Ablage. Ew. Die klebt. Okay, müssen wir noch sauber machen. Hier haben wir so einen Handtuchhalter, den will ich auch erst in die Waschmaschine packen und dann überlegen, ob wir ihn behalten. Weil ich habe das schon so ein bisschen irre, wenn es so vorher Leute benutzt haben. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock auf den Vor. Weißt du, dass man wahrscheinlich gar nicht hört, was du sagst, weil ja hier das Mikro ist? Dann musst du immer, wenn ich spreche, musst du den Ton von dem hier nehmen. Genau. Gehen wir weiter.
Wolltest du nicht nochmal nach deinem Pony gucken? Nein. Okay. Gegenüber vom Badezimmer, komm mal nochmal raus. Ich finde es halt immer scheiße bei Wohnungstouren, wenn ich den Grundriss nicht verstehe. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man weiß, wo wir waren und wie man weitergeht. Hier war das Arbeitszimmer, hier war die Eingangstür rechts und dann kommt man hier durch den Flur links zum Bad. Red mal lieber nicht zu viel, ich weiß nicht, ob man das eh hören wird, weil mein Mikro ist hier. Ja, dann nimm doch das Mikro. Warte, muss ich das immer tauschen? Ja, du bist doch YouTuberin. Okay, also hier ist unser Abstellkammer. Das ist ganz cool, dass wir sowas haben, weil dann kann da mal endlich so Zeug rein wie... Und unsere automatisch zugehende Tür haben wir. Da kann da endlich mal so Zeug rein wie Staubsauger und Wäschekorb und so. Und diese Waschmaschine haben wir von unserem Vormieter auch übernommen. Die ist super nice. Ich bin schon sehr gespannt. Müssen wir auch nochmal sauber machen. Und dann ist hier einfach nur noch so ein bisschen Stauraum. Warum ist denn hier eine Schräge eigentlich? Da kommen wir noch zu. Okay, wieder rückwärts raus hier. Piep, piep, piep. Gut. Gehen wir weiter in unser Schlafgemach. Hier werden wir nächtigen. Hier werden wir nächtigen in Zukunft. Und das Gute ist, dass wir hier nur nächtigen werden und nicht unseren ganzen Kram aufbewahren, denn wir haben ein Ankleidezimmer. Mein persönliches Highlight, denn das bedeutet, dass man Ordnung halten kann im Schlafzimmer und dass der Schlaf clean und schön wird. Hier haben wir diesen IKEA-Pax-Schrank, den haben wir übernommen, auch vom Vormieter. Oh, vielleicht will ich doch die Seite haben. Du kriegst auf jeden Fall einfach die, die ich nicht will, ja? Na klar. kommen Sie rein, gehen Sie rückwärts. Ich krieg die Ecke. Ja. Rückwärts, Vorsicht, Schranktür. Und hier ist dann auch ein, ne? Kleiderstange. Haken. Ja, die Bügel haben wir auch da gelassen. Die möchte ich aber ehrlich gesagt nicht haben. Gut, wenn wir hier lang gehen, kommen wir zu unserem ersten Balkon. Richtig, der erste. Es ist auch noch sogar der unspektakulärere, würde ich mal sagen. So, dann film jetzt mal bitte auf meine Füße, dass man den Ausblick nicht sieht. Südbalkon, ne? Ja. So. Hier könnt ihr meine Schuhe bewundern und meinen abgebrochenen Absatz. Falsche Seite. Nein. Richtig. So, wenn man hier rausgeht, haben wir unseren Balkon Nummer 1. Der ist schon wirklich sehr groß. Oh mein Gott, ich will nicht, dass irgendwelche Nachbarn mich sehen, weil sonst haben wir gleich die komischen Influencer. Ja, werden sie es eh rausfinden, ne? Naja, egal. Hier haben wir Balkon. Mal sehen, was wir hiermit machen. Ich glaube, wir konzentrieren uns eher auf den zweiten. Aber ist schon mal nice to have, ne? Lieber haben als nicht haben, ne? Gut, folgt mir bitte ins obere Stockwerk. Ihr habt ja den Grundriss von unten jetzt wahrscheinlich zu Genüge verstanden. Dann können wir jetzt direkt die Treppe nutzen, um nach oben zu gehen, ohne mir unter den Rock zu filmen. Das wäre ganz toll. Hier haben wir diese wunderschöne Treppe nach oben in unser Obergeschoss. Ja, du kannst ja gerne mal einmal so schwenken von da nach da. Ich beginne dann einfach mal mit dieser wunderschönen Küche. So, wir sind jetzt hier in unserer Küche. Kommen Sie gerne näher. Die ist auch wirklich sehr schön. Also ich mag diese Optik und ich mag vor allen Dingen den Stauraum. Also es ist im Gegensatz zu unserer alten Wohnung ein großes Plus, dass wir auch so oben Schränke haben. Weil es hat mich schon ein bisschen genervt, dass ich immer irgendwo krabbeln musste, um was zu finden. Hier ist unser Kühlschrank. Ja, damit ist auch überflüssig der andere Der andere Kühlschrank, den wir uns gekauft haben. Ah, was wir auch noch auf die Liste schreiben müssen, ist eine neue für Fenster, für die Klimaanlage kaufen. Wolltest du das her? Ja, ist halt die Frage, ob wir sie hier jetzt noch Ich glaube, ich hatte das von Obi oder so. Aber vielleicht dann erst im nächsten Sommer. Genau. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen großen Kühlschrank. Mach doch hier schon mal an, weil ich an der Kühlschrank. Doch.
Ofen, was wir auch neu haben und was wir heute noch einkaufen müssen, ist dieser Herd. Und apropos, was wir, also ja, genau, was habe ich gerade, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber es ist ein Induktionsherd, deswegen müssen wir da neue Sachen kaufen. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass nächste Woche auf meinem Channel ein Umzugs-Special kommt. Und zwar werde ich mal ungewöhnlicherweise 2 Videos die Woche hochladen. Und zwar kommt dann Umzugsvlog Teil 1 am Mittwoch und Teil 2 am Samstag, sodass ihr nicht so lange warten müsst und dann unser ganzer Einzug hier dann dokumentiert wird und alles, was wir ausgepackt, gekauft etc. haben. Ja, so viel zur Küche. Wir haben eine Kücheninsel. Ist das nicht toll? Also ungewöhnlicherweise hat die auch ihren Wasserhahn hier. Ja. Also ich meine, hier kann man dann ja trotzdem irgendwas schnibbeln oder so, aber so kenne ich das nicht. Also ich kenne das nur, dass dann der Herd auf der Kücheninsel ist, aber ja. Wir haben so ein paar fancy Gadgets hier. Kommen Sie näher. Wow! Steckdosen! Wir wissen auch noch nicht so ganz, wie wir das Wohnzimmer einrichten werden, denn unsere Möbel sind alle ein bisschen groß für dieses Wohnzimmer. Wir hatten vorher ein größeres. Das heißt, wenn hier unser Esstisch hinkommt, der hat halt auch eine ganz andere Optik als die Küche. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das dann in einem Monat vielleicht alles rausfliegt und wir was anderes holen. Weil unser Sofa ist auch viel zu groß, aber das werden wir einfach mal ausprobieren und einfach mal auf uns zukommen lassen, ne? So, kommen wir zu Balkon Nummer 2 und zwar dem schönen Balkon. Let's go. Was ihr hier Schönes seht, ist dieser schöne Boden. Wir hatten nämlich vorher auch nur so, wie heißt das? So, waren das so Fliesen oder? Ja. Da ist dann halt ganz viel drauf gewachsen, so Moos und so. Und hier kann man jetzt viel besser so barfuß drauf gehen. Und es ist wirklich richtig schön, es ist richtig groß. Also hier kann ich sogar Yoga machen oder so. Das ist schon toll, oder? Gärtner könntest du jetzt auch ausleben. Ja, wir haben dieses Hochbeet hier. Ich habe mein ChatGPT gefragt, was man im September, was man da so anpflanzen kann. Leute, wir haben, das ist ein kurzer Einwurf, wir haben das Gästebad vergessen euch zu zeigen. Das ist natürlich hier neben der Küche die Tür, die ihr noch nicht Die Leute fragen sich so, das hier war Bad 1, wo ist denn Bad 2? Hier neben der Küche ist nämlich noch ein Gäste-WC. Yippie! Mega cool. Einfach nur Bad und Bad. Ja, das war unsere neue Wohnung und ich würde euch mal bitten, euch jetzt zu überlegen, ihr könnt ja mal pausieren das Video, überlegt euch doch mal gerne, was ihr denkt, was man hier an Miete zahlt, wenn man nicht ganz in der Stadt wohnt, aber für so eine Wohnung, dann könnt ihr das mal überlegen und dann würde ich euch nämlich bitten, wenn ich euch gleich den Preis sage, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr gedacht hättet, dass es teurer ist oder günstiger. Nein. Wie teuer die Wohnung ist hier, Platz 2, jetzt reinschalten. Nein, so eine bin ich nicht. Ich will sie jetzt nicht auf die Folter spannen. Dann schreibt mal dann bitte in die Kommentare, ob ihr dachtet, teurer oder günstiger oder ungefähr, das war euer Guess. Das heißt, überlegt euch das jetzt genau. Es sind, also beheizte Fläche steht im Mietvertrag, sind 80 Quadratmeter, aber die Balkone zählen natürlich noch dazu, das Ankleidezimmer und der Abstellraum, das wird immer nur so irgendwie, ich glaube, zur Hälfte oder so berechnet, weil das keine richtigen Räume sind, so von der Größe. Deswegen ist es schon ein bisschen größer noch als 80 Quadratmeter und die Balkone sind halt auch super riesig. Ja, genau, also es sind so ein bisschen über 80 Quadratmeter und wir zahlen knapp 2000 Euro warm. Ist schon ein ganz schöner Brocken. Ja, aber wir werden ja hier sicherlich glücklich und aber glücklich. Naja, hoffentlich nicht. Ne? Leitet das Video an eure Freunde weiter, damit wir sie wieder leisten können. Nein, Spaß. Spaß. Natürlich würden wir nicht in eine Wohnung ziehen, die wir uns nicht leisten können. Genau, deswegen schreibt in die Kommentare, was ihr dachtet von den Kosten her und wie euch die Wohnung gefällt und ob ihr noch Ideen habt für irgendwelche Einrichtungssachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Umzugs-Vlog-Reihe nächste Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, whatever. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye! Hallo, so, tschüss!